Ne? Das war doch mal ein gutes Flugmanöver. Es ist ja gerade so ein bisschen die Thematik auch zwischen Europa, Australien, England, Amerika, das Thema Beschaffung. Geht ja auch darum, also ich muss jetzt mal zu dem Thema sagen, ich muss jetzt mal Testpiloten ein bisschen auch in Schutz nehmen, weil man hier doch durchaus auch sieht, also wie die teilweise wie hart die ihre Kisten rannehmen, um wirklich sämtliche bedenklichen Flugmanöver durchzutesten. Man muss jetzt auch mal dazu sagen, weil ich lese mir so ein bisschen auch die Kommentare durch. Also der Mensch ist ja immer sowas von fast schon geil drauf, wenn es darum geht, und wir bauen jetzt eine neue Kiste. Und eine neue Kiste und eine neue Kiste und eine neue Kiste und eine neue Kiste. Ich muss mal dazu sagen, also wenn man das alles in den Medien nur liest, aus unterschiedlichen Ländern, wenn Länder nur davon sprechen, jetzt bauen wir eine neue Kiste und eine neue Kiste und eine neue Kiste und eine neue Kiste, ist das für mich eigentlich eher mal so ein Hinweis, dicke Hose, aber nicht viel dahinter. Also ich bin nicht so ein Fan dafür, alles immer wie so eine Autokarre jedes Jahr oder alle 5 Jahre ein neues Ding bauen. Es ist eigentlich ganz besonders in der Luftfahrtbranche, gibt es so viele Beweise, dass viele Piloten, die irgendwas gut eingeflogen haben über einen langen Zeitraum, richtig gutes Vertrauen gewonnen haben in eine Kiste, froh sind, wenn die Kiste überhaupt noch gebaut wird. Das ist so. In der Luftfahrtbranche ist es so, da verlässt man sich eher auf eine Kiste, die viele Jahre auf dem Buckel hat, viele Testdurchläufe durchlaufen hat, damit der Pilot dann am Ende weiß, Mensch, das ist eine vertrauensvolle Kiste, auf die kann ich mich echt verlassen. Deswegen ist dieses Thema alles immer neu bauen, neu bauen, neu bauen, ist eigentlich eher so ein bisschen Poser-Propaganda eigentlich für alle anderen Länder, die glauben, und die, oh, jetzt haben die sich wieder was Neues einfallen lassen. Aber es fliegt ja noch gar nicht, ne? Man muss auch mal dazu sagen, also dass das, also ich glaube, um einen neuen Hubschrauber zu bauen, das dauert wahrscheinlich um die 10 Jahre Engineering, wo die alle nur hinter ihren 3D-CAD-Systemen sitzen und hinter ihren Schaltsystemen, um alle Komponenten zusammenzufügen, damit das Ding fliegt. Dann sind ungefähr mindestens 10 Jahre vergangen, wenn nicht sogar 12 Jahre. Und dann kommt eigentlich, das checken die wenigsten da draußen, dann kommt eigentlich erstmal die Testfliegereiphase, ne? Also das dauert dann nochmal mindestens 5 Jahre, wenn nicht sogar 8 Jahre, wenn nicht sogar 10 Jahre, bis die ganzen Macken und Tücken noch raus sind. Ganz besonders dann, wenn man da noch unterschiedliche Systeme hat, die da integriert werden müssen, um Flugkörper noch anzulenken oder sonstige Verteidigungssysteme. Das ist hochkomplex. Auch das muss man alles wieder durchtesten, von vorne bis hinten. Es dauert nicht, es geht da nicht um Tage, nicht um Wochen, nicht um Monate, da geht es um Jahre, ne, bis man das mal alles integriert hat, alles durchgetestet hat. Das ist eigentlich wurscht, ob das ein A400M ist oder ob es ein Tornado ist oder ein Eurofighter. Es ist wurscht, ne? Weil diese ganzen Systeme müssen sich ja auch in, mein Gott, hier in Europa, wir haben eine DIN-Norm. Bin mir sicher, die ganzen Ingenieur-Fuzzis untereinander haben auch bestimmt so ein Kompatibilitätskonzept entwickelt innerhalb Europas, damit diese ganzen Systeme sich innerhalb Europas
verständigen können, verstehen, wenn es dann darum geht, mal irgendwas zu verteidigen, wenn es darauf ankommen sollte, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber trotzdem, der Bürger ist froh eigentlich, wenn er weiß, ich habe eine Truppe, auf die kann ich mich verlassen. Ich habe ein Ingenieursteam, auf das kann ich mich verlassen. Ingenieursteam in ganz unterschiedlichsten Bereichen. Von der Luftfahrt bis zum Lenksysteme etc. etc., was alles einfließt, um so ein Ding fliegen zu lassen. Also da fallen schon mal, wie gesagt, 10 Jahre Engineering fallen, da gehen da schon mal drauf. Und dann, also mindestens noch mal gute 5 bis 8 bis 10 Jahre, bis das Ding gut eingeflogen, gut durchgetestet ist und alle Lenksysteme und sonstige Systeme, diese ganzen Infos, die da auf den Helmbildschirm übertragen werden müssen, in Kameratechnik, Sensortechnik etc. 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 Es dauert sehr lange, bis man das alles ingeniert hat. Sehr lange, bis man die ganzen technischen Komponenten allesamt harmonisch integriert hat. Logisch, dass von Anfang an nicht immer alles glatt läuft. Muss man auch verstehen, ein Ingenieur ist auch nur ein Mensch, ist nicht Gott, der von Anfang an alles richtig macht. Ist ganz selbstverständlich, und wir hatten eigentlich das Thema, egal ob es A400 heißt, egal ob es NH90 heißt, also es ist wurscht, ne? Jeder Vogel, der neu entwickelt wird, braucht summa summarum insgesamt in der Summe gesehen pro Vogel 20 Jahre. Ne? Deswegen finde ich, macht das gar keinen Sinn, dass man heutzutage immer nur in die Medien rausposaunt, oh, das Land baut jetzt wieder was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues. Ne? Um der Welt zu zeigen, was das Ding eigentlich dann in so einer 3D-Animation alles könnte. Aber man muss ja verstehen und begreifen, also ich habe das ganz besonders begriffen. Ein Vater, der in dem Bereich arbeitete, ich wirklich auch mitbekommen habe, mein ganzes Leben lang, wie lange das dauert, ne, bis das alles mal 150% vertrauenswürdig funktioniert. Ob das jetzt Zivilluftfahrt ist, ist es genauso gewichtig, wie ob es jetzt irgendwie nicht zivil ist. Bei Zivil, ja, da trägt man halt keine Waffen mit sich rum, sondern da sitzen halt 100, 200, 300 Passagiere mit drin. Ja, 150% Sicherheit und Vertrauen muss man in das Material und die Technik haben. Ich glaube, bei den Jungs ist es auch nicht viel anders. Die schleppen halt keine Passagiere mit rum in hunderten Schaften. Es sei denn, es ist ein Transportflugzeug und auch da muss man sich drauf verlassen, dass es gut fliegt, sicher, stabil, langfristig vor allen Dingen. Und es geht auch um diese Learning Curve, ne? Dieses von dem ersten, ja, ich möchte jetzt so einen Helikopter bauen, ne? Also da fängt es beim Nullpunkt fängt's an, dann vergehen 10 Jahre, dann sind die Pläne fertig und der erste Prototyp, dann fängt die zweite Learning Curve an, dass man aus den ganzen Fehlern, die man vielleicht noch in der ersten Learning Curve noch nicht berücksichtigt hat, die dann in der zweiten Learning Curve ausmerzen muss. Und dann hört man immer nur in den Medien, ja, es ist ein Pleitevogel, es fliegt nicht. Ah, viel zu viele Probleme. Ah, viel zu viele Macken, die Kiste. Ah, wir bauen alles wieder neu. Also macht ja gar keinen Sinn, weil da macht man die erste und die zweite Learning Curve, stampft man in den Boden, sind insgesamt 20 Jahre an Entwicklung, die man kaputt stampft. Und dann der Politiker oder der Entscheidungsträger, der hofft, ja, jetzt
Die 20 Jahre, die machen wir jetzt wett, wir schaffen das jetzt an einem Tag, ne? Um eine neue Kiste zu bauen. Ist ja völliger Quatsch. Also dieses ganze Verteidigungsgeplänkel, ich kann es nicht mehr hören. Dieses ganze Waffenexport-Importgeschäft, als verkauft man Autos ins Ausland, ich kann es nicht mehr hören eigentlich. Muss ganz ehrlich sagen, Europa baut Kisten, die gut fliegen, die stabil fliegen, wo man weiß, das Ding hält langfristig. Das ist gut, wenn man 10 Jahre Testflights hat. Ich muss da, wie gesagt, wieder Testpiloten und sonstige Ingenieure jetzt mal in Schutz nehmen, weil es dauert wirklich, es ist sehr zeitintensiv, das alles durchzutesten, alle Macken auszueruieren. Ja, es braucht Zeit, es geht nicht von heute auf morgen. Aber man ist im Endeffekt froh, wenn man dann schon eine gute, sichere, stabile Kiste hat und man sieht es an dem Vogel, der hat Flugeigenschaften, ne? Also würde ich sagen, top, muss ich gar nicht drüber nachdenken. Und gut, wenn dich Leute hier irgendwas, die geht ja immer in der Verteidigungsbranche so, die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es sowieso nicht. Entweder ist es zu schwer oder es ist zu leicht oder die Waffentechnik reicht denen nicht aus. Also dann will man Zivilhubschrauber umbauen. Ein EC-145M, das dann praktisch aus dem EC-145M so ein Tigervogel wird. Also macht auch keinen Sinn, nachdem man dann 10 Jahre schon investiert hat, um diese gesamte Sensortechnik da zu integrieren, von Kamerasysteme, Wärmesysteme, Lenkwaffensysteme, sämtliche Sensortechnik, die da auf den Pilotenhelm, Schirm da übertragen werden muss, plus die ganze Netzwerktechnik, plus die ganze Kommunikationstechnik, plus die ganzen Schnittstellen, plus die ganzen Protokolle in Software, Engineering und Co. Also man ist eigentlich als Europäer ist man eher froh, wenn man weiß, man hat da ein Ingenieursteam in Europa. Die wissen, was sie tun und sie wissen auch, wie sie ihre Systeme unter den Ländern sich einig werden, damit das innerhalb einer gewissen Region funktioniert. Also was ich jetzt nicht machen würde als Europäer, dass ich alles nur im Ausland nur noch einkaufe und dann diese ganzen Systeme, die wir eigentlich, ich weiß das aus, ob das von meinem aus der Schule meines Vaters gelernt, also wie wichtig das ist, dass sich diese ganzen Sensoriksysteme und Lenksysteme untereinander verstehen. Das kostet auch viel Zeit, ne? Ob das jetzt eine Taurus ist, gut, die kann man da nicht dran hängen, aber das sind alles diese Systeme, die wurden alle jahrelang entwickelt, geprüft, getestet und integriert, damit sie dann funktionieren auch. Da wäre ich doch schön blöd, wenn ich jetzt diesen ganzen Systemhaufen auf einen Haufen schmeiße und mich nur auf ein ausländisches System einlasse. Würde ich ja auch nicht machen, weil dann mache ich mich ja von dem ausländischen System, mache ich mich ja komplett abhängig. Da muss ich ja gar keine Verteidigungssysteme mehr bauen inländisch, weil dann kann ich ja gleich sagen, ja, dann verlasse ich mich zu 150% auf das ausländische Engineering. Macht auch kein Mensch. Das machen wir noch nicht mal in der Autobranche, machen das hier in Europa. Machen wir auch nicht. Wäre ja schön blöd, wenn wir das machen würden. Uns zu 150% abhängig machen. Und dann noch die ganzen Softwarefehler für andere Länder austesten. Das machen wir jetzt schon in der Computer- und IT-Branche den ganzen Tag. Also wäre es doch eigentlich schön doof, wenn ich das alles in Schutt und Asche haue. Also wie gesagt, Piloten, die sind einfach nur froh, wenn sie wissen, boah, da stecken jetzt gute 10 Jahre
Flight Test Engineering drin. Das ist ein Beruf, Flight Test Engineer. Also der testet das alles aus, ob die Systeme alle funktionieren. Also in Extremstsituationen teilweise, ne? Und der Pilot, der ist eigentlich froh, wenn der eine Kiste hat, wo er weiß, die hat jetzt so eine lange Test-Flight-Engineering-Phase hinter sich, auf die kann ich mich verlassen und der kann ich vertrauen. Also ich kann eigentlich nur abraten, hört doch mal auf mit diesem, ich muss jetzt rumposern und ständig wieder was Neues bauen. Ist genau andersrum. Also was nützt einem dieses ganze Rumgeposere? Wir bauen jetzt neu. Und der Bürger weiß eigentlich, ja, das fliegt ja noch nicht, 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 das fliegt ja gar nicht, fliegt ja gar nicht, geht ja gar nicht, fliegt ja gar nicht. Was nützt mir das? Bringt ja nichts. Also man verlässt sich doch lieber auf eine Kiste, die man gut getestet hat und wo man weiß, boah, auf die kann ich mich verlassen. Gut, wenn noch irgendwelche Probleme zu erörtern sind, bin mir sicher, die schaffen das auch noch in ein, zwei Jahren, viele Probleme noch zu lösen, als kurz vor Ende einen Kopf in den Sand stecken und zu sagen, nee, jetzt hören wir auf mit dem, jetzt fangen wir wieder ganz von vorne an, wieder 20 Jahre zurück, jetzt fangen wir wieder bei Null an, ne? Das weiße Blatt Papier am Scratchboard. Also ist ja doof. Deswegen diese ganze, ich kann dieses ganze Geldgeplänkel, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Baut was Anständiges, das, was ihr schon gebaut habt, ja, müsst ihr durchhalten. Entweder ihr habt das Durchhaltevermögen in Langzeit und kriegt die letzten Macken aus den Vögeln auch noch raus oder nicht, ne? Das ist so im Bereich Engineering. Wir sind hier schon genug mit ausländischer Technik beschäftigt. Wir Otto-Normalo-Bürger, wir haben noch nicht mal mit so komplexen Systemen zu tun. Wir krempeln uns hier schon ein ab mit diesen ganzen Software-Systemen. Ne? Egal, ob was das jetzt für eine Firma ist, Made in USA, Software Engineering Made in USA. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock, F-35-Vögel von vorne bis hinten noch zusätzlich, also erstmal teuer einzukaufen und dann noch viel Zeit investieren, um das alles, dann noch die ganzen Bugs daraus zu bekommen. Also macht keinen Sinn. Ich finde, eine A400 ist eine gute Kiste, ein Tiger ist eine gute Kiste, ein Super Puma ist eine gute Kiste, ein NH90 ist eine gute Kiste. Wenn wir keinen Großtransporthubschrauber haben, ja, dann weiß nicht. Selbst die Sikorsky-Piloten sind noch froh, dass es die Kisten gibt. Dann baut wieder die Sikorsky-Kiste. Wenn ihr keinen Bomber habt, dann baut wieder ein Tornado. Da habt ihr die ganzen Lenkwaffensysteme schon engineert die letzten 20 Jahre und wisst, wie es geht. Ne? Wir brauchen jetzt auch keinen neuen Eurofighter Nummer 2 und Nummer 3 und Nummer 4 und Nummer 5. Und den, also die Franzosen haben auch noch Mirage und Rafale, ne? Bauen auch gute Kisten. Also ich weiß, ich kann dieses ganze Geplänkel nicht mehr hören. Nur noch irgendwie von da einkaufen, hier einkaufen, da einkaufen. Nee, seid doch mal. Stolz und froh, dass ihr mal so weit gekommen seid. Ne? Muss man auch mal sagen. Also, wir haben viele Kisten, die gut fliegen. Die letzten Macken, die kriegen wir da auch noch raus. Aber ich muss jetzt nicht wieder bei Null anfangen, die Test Flight Engineering Learning Curve kaputt machen, plus die ganze Developer Engineering Phase kaputt machen. Ist ja sinnlos. Deswegen dieses Rumgepausere, wir bauen, bringt ja nichts. Ne? Also man braucht ja irgendwo, auf der anderen Seite steht dann die Truppe und sagt, wir haben aber nichts, es fehlt uns. Ne? Also man kann ja nicht immer so einen Hamsterkreislauf
macht ja auch keinen Sinn. Und dann um anderen Ländern nur sagen, was wir alles für tolle Ideen auf Papier haben, aber noch nicht umgesetzt haben. Also ich nutze doch lieber die 10 Jahre Entwicklungsengineering plus die 10 Jahre Flight Test Control Engineering und bin froh, wenn ich die 10 Jahre hinter mich gebracht habe. Wenn es noch 1-2 Jahre länger dauert, ja gut, die Macken, die kriege ich auch noch raus, ne? Die schaffen das. Also wenn sie es nicht schaffen, sind sie ja die totale Loser-Party, weil dann ist die erste Learning-Curve kaputt und die zweite Developer-Learning-Curve, die ist auch schon kaputt. Ne? Dann sind es ja 10, 20 Jahre Loser-Party. Das macht ja keiner mit.